Streetwear ist nicht mehr das, was es mal war. Das Streetwear-Game hat sich in den letzten paar Jahren ganz schön verändert und dabei sind einige Marken sehr tief runtergefallen und andere sind in Höhen aufgestiegen, wie sie wahrscheinlich kaum erahnbar waren von niemandem von uns. Eines der, wenn nicht sogar das einschlagendste Ereignis unserer Streetwear-Kultur, unserer Modekultur, war die Trennung der beiden Lowlights-Gründer Pinkos und Elias. Nachdem ging es für Lowlights, in meinen Augen zumindest, relativ steil bergab und Lowlights überzeugt regelmäßig durch diverse Versandskandale. Doch was ist aus dem Verbliebenen geworden, der Lowlights verlassen hat? Pinkos. Und dieser äußerst kreative und ehrgeizige Mann hat es geschafft, ein neues Unternehmen aufzubauen namens Colors Clothing. Und wir werden uns heute, ich kann es fast kaum glauben, dass ich das sage, zum ersten Mal auf diesem Kanal gemeinsam Colors Clothing ganz genau anschauen. Und dabei bin ich wirklich gespannt, ob das Ganze nicht einfach ein großer Scam ist. Jo Leute, was geht ab? Schön, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich auf dieses Video schon seit einem geraumen Zeitraum, seitdem das Paket bei mir angekommen ist. Ich kam aber bisher nicht dazu und habe ein wenig zu viel Online-Schach gespielt. Doch genau jetzt ist es soweit. Ich habe ein Paket von Colors Clothing erhalten. Wie gerade eben schon erwähnt, hat der CEO, Designer und Inhaber von Colors Clothing eine gewisse Vergangenheit in der Streetwear-Szene, auf die ich jetzt aber gar nicht weiter eingehen möchte. Allerdings ist relativ klar, Colors Clothing hat das Herz von vielen innerhalb der Streetwear-Szene erobert und ich höre von sehr vielen von euch, auch von meinen Freunden, ich habe schon einige Sachen in Real Life gesehen, ich muss es zugeben, sehr oft, dass Colors Clothing, vor allem was Basics angeht, einen extrem guten Job macht. Bevor wir dieses unfassbar interessante Stück jetzt reviewen und ich mich endlich mal auf das Piece stürze, würde ich euch darum bitten, eventuell dem Video ein Like zu geben, das boostet den Algorithmus sehr und wenn euch das Video gefällt oder ich euch gefalle, dann abonniert gerne den Kanal. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Eine Bestellbestätigung, überhaupt schon ein Wunder, dass sie scheiße ist, hier nach Dänemark geschafft hat. Das Piece und das war's, wir kriegen keine Sticker. Hier drin ist das Schmuckstück schon. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, denn sollte mir das Piece hier gefallen, habe ich vor, noch einige andere Sachen bei Colors zu kaufen. Ich finde unter anderem die Bomberjacken krass oder auch generell diese ganzen Faded-Dinger, die irgendwie in letzter Zeit rausgekommen sind. Es gab diese Thermo-Kollektion und insgesamt finde ich, trifft Colors nicht nur mit deren Basic-Line, der Circle-Line, von der das Piece hier heute auch ist, so ein bisschen für mich genau diese goldene Mitte zwischen langweiligen Basics und aufregenden, gewöhnlichen Pieces. Dennoch muss ich sagen, gab es bei Colors bisher noch nicht dieses eine Piece, wo ich dachte, das muss ich unbedingt haben, sondern es ist irgendwie alles cool, aber eben nicht so cool, dass ich bisher was da gekauft habe. Ich wage mich jetzt aber trotzdem mal ran. Das hier ist das super duper krasse Piece, was wir uns heute anschauen. Und heilige Scheiße, Digga. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr einzigartig. Ich denke, auf der Kamera kommt das wahrscheinlich gar nicht so crazy rüber. Aber dieses T-Shirt ist wirklich komplett faded. Und nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich wow. Das wird bei jedem T-Shirt auch ein einzigartiger Fade sein, der überall ein bisschen anders aussieht. Und ich habe mich für dieses T-Shirt hier entschieden, weil ich nicht nur die Qualität testen wollte, sondern auch mal ein bisschen was anderes haben wollte. Ich meine, schwarze T-Shirts kann jeder, aber das hier ist so ein bisschen das, wofür Colors auch steht. Und zwar krasse Fades, egal ob Sunfade oder Waschung. In der Mitte des T-Shirts haben wir noch einen Ton-in-Ton-Colors-Logo-Stick. Das finde ich an der Stelle wirklich sehr gut. Normalerweise sage ich immer, ich bin kein großer Fan von Branding, insbesondere wenn es nicht sein muss. Also zum Beispiel auf diesem Sweatshirt hier, was ich auch, by the way, schon im letzten Video getragen habe, weil ich, wie gesagt, vorproduziere, es tut mir leid, könnte man sich das Represent hier auf dem Rücken auf jeden Fall sparen. Zu dem T-Shirt hier passt es aber, weil ansonsten würde es wahrscheinlich so ein bisschen aussehen wie einfach so ein schmutziges T-Shirt, was irgendwo draußen auf der Straße zu lange lag und deswegen jetzt so weiße Flecken hat. In meinen Augen hätte es hier links aber besser hingepasst. So für den ersten Eindruck überraschend gut finde ich die Qualität, denn das T-Shirt hat nur 200 GSM, was in unserer heutigen T-Shirt-Ära auf jeden Fall nicht so viel ist. Wir haben ja bei Peso diese Heavy Raws mit 300 GSM. Die meisten T-Shirts bei den meisten Brands sind irgendwo so zwischen 250 und 300 GSM. Das heißt, das hier ist relativ leicht, aber trotzdem fühlt es sich wirklich sehr, sehr, sehr hochwertig und weich an und die Nähte sehen überall sehr, sehr, sehr hochwertig verarbeitet aus. So viel mehr lässt sich gerade aber auch nicht zu dem T-Shirt sagen, deswegen würde ich sagen, probiere ich es mal an und gebe dann insbesondere auch nochmal zu der Waschung, die ja schon wirklich sehr penetrant ist, meine Meinung. Leute, ich bin zurück, ich trage das gute Stück und ich habe jetzt gerade ein paar interessante Entdeckungen gemacht. Wenn ich so in den Spiegel schaue, sehe ich mich hier nochmal und ich bin
wirklich hin und her gerissen. Ich meine, ich bin oft bei Pieces nicht ganz entschieden, aber bei dem Ding hier stehe ich zwischen zwei Extremer. Wenn wir uns nämlich mal den Fit anschauen, möchte ich als allererstes sagen, dass ich es doch entgegen meiner Aussage gerade eben gut finde, dass das Logo in der Mitte ist, denn ich finde, der Fit und das gesamte T-Shirt ist sehr rund. Und das meine ich sowohl bildlich als auch tatsächlich, denn der Fit ist einfach tatsächlich sehr rund. Also die Schultern sind abgerundet, der gesamte Fit fühlt sich irgendwie so an, als wenn es rund sein soll. Das passt ja auch zu Colors, das Logo sind drei Kreise und das spiegelt sich irgendwie alles in diesem Fit wieder. Untenrum ist es sehr lose und lang. Das ist das, was ich tatsächlich nicht so nice finde. Also es ist mir so ein bisschen zu weit, auch so 1-2 Zentimeter zu lang. Alles in allem, also wirklich ein hammergeiles T-Shirt. 9 von 10, oder? Ja, fast, wenn ich nicht so eine blühende Fantasie hätte. Das T-Shirt, dadurch, dass es so leicht ist, diese 200 GSM fühlen sich wirklich extrem leicht und luftig an, muss ich die ganze Zeit auch in Verbindung mit dieser Waschung und mit diesem runden Fit, mit diesem bisschen Weiten hier unten und sowas, daran denken, dass es einfach sich so ein bisschen anfühlt und auch ein wenig aussieht, wenn wir jetzt nochmal gucken, wie ein New Yorker T-Shirt. Ich finde, es könnte auch einfach 1:1 so in einem New Yorker hängen und verkauft werden, einfach so. Aber das ist es halt nicht. Es ist wirklich ein qualitativ hochwertiges, geiles T-Shirt. 60 Euro ist eine Menge, gerade auch für nur 200 GSM. Aber dieser Fade sieht krass aus. Der Fit ist, wie gesagt, wirklich der absolute Hammer. Und trotzdem lässt mich dieser Gedanke nicht los. Trotzdem, glaube ich, werde ich darüber hinwegkommen und das Ding auf jeden Fall behalten. Und ich denke, ich werde auch demnächst noch mal ein bisschen was anderes von Colors ausprobieren. Mich so ein wenig, wenn es sich anbietet, durch das Sortiment testen. Denn wie gesagt, gibt es das ein oder andere Piece, was mich angesprochen hat. Lasst mich vorher aber gerne wissen, was ihr davon haltet, ob ihr Erfahrungen mit Colors habt und ob ihr sagen würdet, dass es vielleicht sogar eine der besten Streetwear-Marken aktuell im Game ist. Bis dahin würde ich aber sagen, sehen wir uns sehr bald schon wieder, dann auch nicht mehr vorproduziert, sondern wieder live. Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Lasst es euch wie immer richtig gut gehen. Haut rein und ciao!